Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Sport in Schwerin aus der Berufsschulsporthalle für Wirtschaft und Verwaltung. Und wir treffen uns heute zum Faustball der Damen. Die erste Bundesliga ist angesagt. Letzter Heimspieltag des ESV Schwerin, gleichzeitig der letzte Spieltag der Hallensaison. Faustball, erste Bundesliga Frauen, und es ist knallharter Klassenkampf angesagt. Schwerin momentan auf dem letzten Tabellenplatz. Trotzdem ist der Klassenhalt heute noch möglich. Man müsste nur Wörden oder Hamm heute abfangen. Das Problem, die beiden spielen heute auch noch gegeneinander. Also müsste Schwerin heute beide Spiele gewinnen, um hier und heute vielleicht den Klassenhalt noch klar zu machen, um nächste Saison auch wieder erste Bundesliga spielen zu können. Faustball ist ja nicht alltäglich im Sportgebrauch Deutschlands, ist nicht sehr bekannt. Zur Erklärung, es ist ein Rückschlagspiel, ähnlich dem Volleyball, gehört aber zum Turnen. Und man spielt hier mit so einem Ball, der kommt übrigens aus Österreich, kann man auch mal netterweise dazu sagen, etwa 350 Gramm schwer, ne? Kann man gut mit prellen, kann man weit mit schlagen, schnell mit schlagen, und genau darauf kommt es an, auf das schnelle Schlagen, dass der Gegner ihn eben nicht mehr bekommt. Einmal darf der Ball aufprallen, beim zweiten Mal gibt es den Punkt, wenn man den Ball nicht wieder rüber bekommt. Herzlich willkommen hier in Schwerin zum letzten Spieltag der ersten Bundesliga. Und ich hoffe, dass wir heute spannende und interessante Spiele sehen werden. Ich stelle jetzt die einzelnen Spielerinnen vor und erfahren wir dadurch, dass wir von jedem Spiel so, wir sind jetzt hier bei der Vorstellung der Spieler. Da wird jetzt Schneebeding zuerst vorgestellt, Laura Marowke, Chantal Heinz mit der 2. Janina von der Lied mit der 4. Henrika Seitz mit der 6. Die 8. Nadine Kowalczyk. Cindy Nökel mit der 9. Die 10. Caroline Christoph. Luisa Neppert, die 11, trainiert wie die Mannschaft von Franz Eckert, und Jens Bühlhöfer sind die Betreuer. Das ist der TSV Jahn Schneverdingen. Und die zweiten Gäste aus Berlin vom VfK 1901, Birgit Hoppe mit der 1. Jennifer Pessler die 2. Die 3, Franziska Visian. Ulrike Schubert, die 4. Katrin Borg, die 5. Die 6, Bianca Wenzel. Und die 8, Karen Meyer. Und trainiert wird die Mannschaft von Christian Lee. Und nun kommen wir zum ESV Schwerin. Martina Müller, Mannschaftsführerin mit der 1. Sabrina Nixdorf mit der 5. Christine Mast, die 3. Maren Ludwig, die 9. Diana Hörst mit der 6. Simone Herrmann mit der 8. Ja. Nummer 4, nicht ihr richtiger Name, aber kurz Hasi. Und die 10, Alexandra Schlicht. Und trainiert wie Mannschaft von Ingmar Posingis und André Sato. Und wir beginnen mit dem Spiel des ESV Schwerin gegen den VfK 1901 Berlin. Ja. Jörg Habsch, heute der Schiedsrichter, kommt aus Güstrow. Ja.
Handspiel. Ey, du Schreiberling. Das haben wir auch mit dem dazu verstanden. Und Berlin Handspiel. Ja, dann geht's Berlin, da schießen die richtigen Zuschauer an. Wir schießen! Gut, dann beginnen wir mit unserem ersten Spiel. Angabe durch Ulrike Schubert. Und damit wird das Spiel eröffnet. Ich habe bei mir jetzt Cindy Nölkel. Und da sehen wir erstmal den ersten Punkt für Berlin, die das Spiel jetzt ein bisschen mit kommentieren wird und uns auch ein bisschen über den Sportfaustball ein bisschen aufklären wird. Mal erstmal zu dir, du spielst beim TV Jahn Schneverding. Wie kommst du zum Handball? Erzähl mal ein bisschen über dich. Genau. Zum Faustball. Genau, zum Faustball komme ich, seitdem ich 8 bin, spiele ich Faustball. Wir sind damals umgezogen mit meiner Familie, sind in ein Dorf gezogen, die halt ja, traditionell Faustball spielen. Ist halt doch ein älterer Sport, wurde früher von Männern im Schulsport auch noch im Schulsport weitergeführt, aber ist eigentlich ein ja, ursprünglicher Männersport. Und dann kam ich halt dahin als kleines Mädchen und habe angefangen zu trainieren. Und wenn man einmal drin ist, ist es halt eine große Familiensache, dann bleibt man da auch. Also mir hat Spaß gemacht, auch gerade mit der Mannschaft zu spielen. Das ist halt eine gesellige Sache und man ist ein Team. Ich bin keine Einzelspielerin oder Einzelkämpfer schon, aber im Team macht es natürlich mehr Freude und mehr Spaß. Jetzt sind wir gerade im Angriff von Ulrike und das war ein Punkt. Super. Ja. Das hat sie gut gelöst, wie vorher auch, über Martina Müller gespielt. Der hat keine Abwehrmöglichkeit. 2:0 für die Gäste aus Berlin. Und Diana Hürst jetzt mit der Angabe. Mal eine Variante zu dem Spiel hier gegen Förde, was wir auch dabei hatten, wo nur Martina Müller die Angaben auf der Schweriner Seite machte. Und der ist zu weit. Leider Ausball. Ja, nun ist es so, dass beim Faustball es immer so ist, dass immer die Mannschaft, die den Punktverlust erlitten hat, die Angabe macht. Genau. Woher rührt das? Es ist eine Spielregel, ist gegenüber Volleyball eine ganz andere Regelung. Genau. Wir haben jetzt hier nochmal eine Chance, sag ich mal, den Fehler wieder auszubügeln. Ist es wirklich so, dass man einen klaren Vorteil hat, wenn man Angabe hat? Man hat schon Vorteil, wenn man, sage ich mal, schon schaut als Schlagmann, wo sind die Lücken. Man hat vielleicht auch eine gewisse Kraft hinter dem Ball, dann kann man schon gut auch in der Halle punkten, gerade weil hier auch die Wände sind, hat man da mehr Möglichkeiten, damit zu spielen mit den Wänden als draußen. Wir haben ja auch eine Feldsaison und da sieht das schon wieder ganz anders aus. Ja, was ist Feldsaison? Du sprichst es an, jetzt der erste Punkt für Schwerin zum 3:1, weil die Berliner den Ball nicht mehr rüberbekommen. Was ist der Unterschied zwischen der Hallen- und Feldsaison? Bei der Feldsaison ist es so, dass das Feld länger ist, 5 Meter länger. Und wir haben hier eigentlich in Deutschland nicht die Möglichkeiten wie in Brasilien, die spielen ja durchgängig draußen, dass wir halt die Hallensaison mit einplanen müssen, gerade wegen dem Schnee und wegen der Witterung. Und haben dann halt im Sommer die Möglichkeiten draußen bei Wind und Wetter zu spielen und in der Halle haben wir dann halt doch sichere Bälle. Ne? Und draußen macht es aber mehr Spaß, weil man eben gerade die Witterung halt, da muss man mitspielen, ne? Das muss man halt mit sich einstellen und ich finde, das macht mehr Spaß. Ja, du sagst es gerade, in Brasilien haben sie mehr Möglichkeiten. Ist das denn eine große Faustballnation, Brasilien? Schon. Das Land ist ja ziemlich weit gezogen, ne? Und man hat da einzelne Mannschaften, die fühlen sich dann auch immer wieder zusammen, machen Trainingslager und sonstiges, um einfach mal zusammen zu trainieren. Aber in Brasilien ist durchgängig schönes Wetter. Ja, also ist schon, denke ich mal, eine schöne Sache.
Ja, dessen Martina Müller mit dem Ausgleich für Schwerin. Und er ging auch erstmals hier, war hier die Halle zu hören. Und vielleicht motiviert sie das ja. Denn sie stehen mitten im Klassenkampf und sie müssen hier heute punkten. Auch wenn jetzt der Punkt erstmal wieder an Berlin geht. Zum 4:3 im ersten Satz. Nun kennt man das aus dem Volleyball, wenn man selber mal versucht hat, Ball zu spielen, weil Faustball haben ja die wenigsten probiert. Man geht gerne mit blauen Flecken davon. Wie viele hast du so vom Ball abgekommen? Also anfangs, als ich Faustball spielen angefangen habe, da kam man schon regelmäßig mit blauen Armen nach Hause. Der Arm musste sich auch erstmal drauf einstellen. Aber nach und nach gewöhnt man sich halt dran. Und trotz dessen ist es immer noch so, dass man, wenn man sich hinschmeißt, gerade in der Halle, dass man da doch öfters mal blaue Flecken mit nach Hause bringt. Ne, ganz normal. So, nun ist es tatsächlich so, wenn ich das richtig recherchiert habe, dass die Ligen, dass man zwei verschiedene Ligen spielen kann. Einmal in der Hallensaison und einmal in der Draußensaison. Mhm. Jetzt spielt ihr hier in der ersten Liga in der Halle. Wo spielt ihr in draußen? Draußen spielen wir auch in der ersten Liga. Es ist noch eine Unterteilung von Nord- und Süddeutschland. Mhm. Und wir haben hier, sind hier in der Nordliga dabei, genau. Wie lange spielt ihr oder seit wann spielt ihr in der ersten Bundesliga? Draußen wie drin? Schneewerding, ich bin ja da hingezogen, beruflich habe ich gewechselt. Vorher war es in Bademäuse gewesen, da haben wir dann auch in der ersten Liga gespielt. Schneewerding ist schon längere Zeit dabei. Also seit ich weiß, dass Schneewerding da ist, gegen die wir halt in der Bundesliga spielen, die sind schon sehr, sehr lange drin. Ne? Kann ich gar nicht genau sagen, wann die angefangen haben, aber ich bin durch beruflichen Ding nach Schneewerding gekommen, genau. Also kann man sagen, in Schneewerding herrschen perfekte Bedingungen für Faustball. Ja, kann man schon sagen. Guten Nachwuchs, das ist halt immer wichtig. Ne? Man muss halt Faustball bekannt machen. Das ist halt ein unpopulärer Sport, eine Randsportart. Und wenn man da keine Jugend, wenn da keine Jugend nachkommt, dann ist es kann es sein, dass der Sport in dem Bereich dann ausstirbt. Ne? Ja, man hat es gesehen, ich habe bei den Recherchen doch noch relativ viel Faustball gefunden in Österreich. Mhm. Der Ball ist auch aus Österreich, wie wir festgestellt haben. Mhm. Ist das so in Europa die Hochburg, was Faustball angeht? Schon. Also Österreich hat auch viele finanzielle Mittel, die wir in Deutschland gar nicht zur Verfügung haben, weil wir im Deutschen Turnerbund mit drin sind und dadurch nicht viel abbekommen sozusagen. In Österreich ist das wieder ganz anders. Faustball ist eine Spitzensportart, die wird auch im Fernsehen übertragen. Wir haben beim letzten Mal festgestellt, dass man mit Faustball eigentlich relativ spät im Gegensatz zu anderen Sportarten. Zum Teil ist es fast angebracht. Du sagtest, du hast mit 8 angefangen, erst mit 12 wirklich mit diesem Sport anzufangen, weil vorher einfach aufgrund der Sportart das nicht richtig sinnvoll ist. Geht euch da sehr, sehr viel verloren an Nachwuchs? Ja, es ist so, dass die Kleinen auch die Chance haben zu spielen. Es gibt ja Minigruppen, aber gut, mit 12 fängt man dann halt in der C-Jugend auch an. Da hat man dann auch mehr Möglichkeiten zu spielen. Mit den Minis, das ist wirklich eine ganz große Vorbereitung, ne? Dass die halt so Grundlagen mit reinbekommen. Wenn man jünger ist, ist in allen Sportarten so, denke ich, ist es sinnvoll, wenn man jung ist, anzufangen, damit man mehr Möglichkeiten auch zum Schuss hat, damit man ein gewisses Potenzial hat und aufbauen kann. Es ist so in so gut wie jeder Sportart ist so das Nonplusultra für einen Spieler in der Nationalmannschaft zu spielen. Nun habe ich mir von deinem Trainer sagen lassen, dass du Nationalspielerin bist. Was hast du schon gespielt? Wie viel Erfahrung hast du da mitgenommen international? Ja, ich habe mit 18 meine erste Europameisterschaft gespielt, die war in Italien. Dann folgte eine weitere in der Jugend und dann bin ich auch zwei.